Hallo, hier sind wir wieder. Nachdem wir letzte Folge kleine technische Probleme hatten, dabei wollte ich gar nicht mehr so vielen Servern beitreten. Das ist vollkommen okay, Käseliebhaber. Du bist gerne gesehen. wir hatten letzte Folge ein paar technische Probleme. Danach musste ich mir nochmal den Token-Code hier holen, damit Streamlabs das vernünftig abgreift. Und ich habe euch... Warum habe ich hier eigentlich... komische, seht ihr das? Die Aussetzer? Irgendwo ist so ein Ding in der Nähe. Und wir haben euch den Discord gezeigt. Wie gesagt, würde mich freuen, wenn ihr in den Discord beitretet. So, wir schauen mal, was jetzt hier so steht. Blackbox-Status. Ach, das ist die Blackbox, die wir da weggeschickt haben. Okay. Dann haben wir hier noch System-Updates. Dann schauen wir doch mal. Update aktiviert Blackbox. Failsafe. Failsafe, übrigens, Discord, Schmischcord, Failsafe, Destiny. Destiny 2, 1, ne? Ihr wisst schon. Das lohnt sich auf jeden Fall. Standarderweiterung. Reiskalibration. Diagnosewerkzeug. Auch nicht schlecht. Soll ich das jetzt drücken? Okay. Klammer auf, Klammer zu, gleich. UU, 7, 8. Strich unten. Wow. X77. Nichts ist passiert. Ich habe gedacht, ich krieg ein Achievement oder sowas. Na, toll. Es liegt alles bei Ellen. Unnötiges Sicherheitsupdate für die nicht paranoiden Laboranten. Tote Leute beißen nicht. Wow. Okay. Wichtige Informationen. Not gegatert. Dann habe ich hier was. Funkpufferspeicher. River, do we have any painkillers left? This tinnitus is becoming crippling. Sorry, we only have heavy stuff left. Morphine level drugs. I'll take it. Feels like my head is about to explode. You can do that stuff for emergencies. Besides, Cameron thinks the ringing will settle when JR reaches 100%. Then tell him to hurry the fuck up. Should be a matter of hours. Just hang in there. Keep me posted. Yeah, well, I have this thing I need to take care of. So I'll talk to you later, okay? Sure thing, Herb. It must have overloaded his black box. Humans have black boxes? Here we do. Company policy. It records your vitals to help medical personnel treat you in case of accidents. That's how I can hear the dead. Right. Yeah, you should be able to data mine black boxes, just like the intercom at Theta. Mhm. Destiny, lohnt sich? Hm. Wenn du Freunde hast, die Spaß daran haben, ja. Ansonsten, Destiny... Die Story ist bombastisch in Szene gesetzt, auf jeden Fall. Was das angeht, können sich echt einige Studios abschneiden. Aber es fehlt die Langzeitmotivation leider. Ist ein bisschen schade, aber Destiny macht mir zumindest macht Spaß. Also wenn du mit Freunden da was machen kannst, lohnt sich auf jeden Fall. Okay, wir haben hier Status unter Quarantäne. Super, schau dich mal im Raum um. Irgendwo muss ein Code stehen. Hat bestimmt irgendeiner eingesperrt. Lass die Tür auf. Schnaps? Deo-Roller? Schnaps? Deo-Roller. So, vorsichtig abstellen. Läuft. So, was habe ich hier? Noch mehr Deo. Schön sauberlich abstellen. Oh. Ah. Und dann habe ich noch... eine äußerst ungewöhnliche Schere. So. Okay, der Code ist schon mal nicht da, aber da oben könnte er gleich liegen. Are you hearing that glitched noise? Oh, what is that? Ich wette, da oben ist irgend so ein Vieh, was da oben an der Decke irgendwo laut macht. Boah, ich habe jetzt schon keinen Bock, da hochzugehen, ne? Oh. Hier, da. Ja. Da ist doch bestimmt irgendwas, Mensch. So, erschrecken in 3, 2, 1. Where'd you go? Just doing some exploring. Hallo? Ich wette, da ist einer vom Fenster.
Wohin gehst du? Ach, ich gehe noch ein bisschen hoch erkunden. Ah. Andrew Glasky hat den Befehl erhalten, so schnell wie möglich zu TSA gekommen. Dringend. Ah. Glasky, ich habe versucht herauszufinden, was das alles soll, aber sie wollen mir nichts sagen. Sie haben mich lediglich gefragt, ob du vermisst würdest oder tot seist. Irgendwas muss sie zum Ausflippen gebracht haben. Ich glaube, du solltest besser ihren Befehlen folgen, Herbie. Okay. Also ist es halt für mich immer noch eine Frage, was zum Geier ist hier auf diesem Planeten passiert? Ich komme da noch nicht drauf. So, und wo kriege ich den Code her? Ach ja, hier draußen ist bestimmt irgendein Puzzle. Na, guck mal hier, alles sauber, Licht. Wo soll denn der Code sein? Guck mal, hier ist nämlich nicht rot. Und hier ist rot. Und wir in diesem Spiel schon festgestellt haben, rot schlecht. Jetzt lautet die Frage, wo kriegt ihr Code her? Catherine? So. Kann mir auch nicht helfen. Ich könnte meinen Finger da reinstecken, aber im schlimmsten Fall habe ich keinen Strom wieder. Bin zwar großer Fan von Finger reinstecken, aber... Nee. Auch hier sind nicht keine Akten. Du bist auch leer. Ich werde doch schon wieder verfolgt. Mein Gott, der soll mich auf die Nüsse gehen. Oder ist hier vielleicht irgendwo ein Code? Did you do that, Catherine? What? Never mind. Könnte das der Code sein? Why do I get the feeling that we just got lured into the back? Ich wette, ich muss raus zu den netten Typen. What are you talking about? Oh, geil, Mettbrötchen. Ihr seid schon Schweine, ne? Ich habe nebenbei den Discord offen, ich sehe das. 7755. So, mal schauen, ob wir das bis dahin vergessen haben. Dann geben wir doch mal den Code ein. Was soll schon unter Quarantäne passieren, wenn ich das öffne? Omicron Micro. So, was kommt da raus? Omicron retracted the quarantine shutters. Lockdown canceled. Something wants us to come inside. And we want to go inside. What's the problem? Come on, let's get going. Ich glaube ja immer noch. Ich glaube, ich kaufe mir morgen ein Kilo Mett. Oh, geil. Schön mit Zwiebeln, Petersilie, Salz und Pfeffer, ein bisschen Knoblauchpulver. Was auch gut geht, ist Maggi. Unterschätzt es nicht. Nur so ein paar Tropfen Maggi drauf. Perfekt. Ah. Oh. Oh, ich habe mein Omicron-Tool wieder. Ich hätte gerne noch ein paar Knöpfe gedrückt, aber sicherheitshalber... Ach, was soll schon passieren? Finger rein! Oh, sehr schön. Ach, das Spiel ist so witzig. Hey, steck Finger rein, was soll schon passieren? Oh, alles klar, steck mir Finger rein! So, kann ich das Ding jetzt wieder flaschen? Schwenken. Wiep, wiep. Wird schwenken. Füllen. Natürlich fängt es jetzt an. Von wo wird es eigentlich gefüllt? Ah, da. Doch, reicht nur für ein Frühstück. Alter, was futterst du denn? Was futterst du zum Frühstück, ey? Ein Kilometer, ey. Boah. Das ist schon hart. So, schau mal gleich, wo denn der lustige Freund da war, der die ganze Zeit eben vors Fenster geklopft hat. Hey! Alles fit? I'm fucking open! And nobody's answering to anything! What kind of cold-hearted motherfuckers would just leave us out here to die? Don't you get it? They're dead. They're all dead. Yeah. You're right. How can you be so calm about this shit? We are dying! How much air have you guys got? 20 minutes. Tops. Hey, I'm in red! Seconds away before the CO2 gets me. Stresky. Why wait, right? I'm the master of my own fate. Wait, Stress, what are you doing? Oh, da ertrinkt er. Ist halt die Frage, warte ich lieber auf den Tod oder
wähle ich ihn selber. Es ist nur ein kleiner Snack vom Frühstück. Ist klar, ihr seid einfach... Oh, warte mal. Jetzt weiß ich auch, woher das rote Licht kam. Wir haben da oben so eine rote Lampe. Oh, hier, guck mal da. Die Dinger sind an. Das sind bestimmt Fischfallen. Oh, guck mal hier, die Robbys sind auch an. Hey, Robbys. Aha, atlantischer Hering. Clupea harengus, Population 0. Da ist wirklich nichts drin. Oh, hier, ey, Robby, Robby, komm her. Komm, komm. Oh, oh. Oh, oh. Wo ist er? Wo ist denn der? Strange. Oh, Fischen habe ich nichts. Himmelsgucker. Okay, die tun einfach anscheinend hier Fische sammeln. Du bist das nicht, oder? Nee, du gibst den Scheiß nicht von dir. Westafrikanischer Lisha. Was ist denn das hier, was mich hier so anpinkt? Erstmal Herzinfarktrisiko in die Höhe treiben. Ach, scheiß drauf. Matt. Wenn ich an Matt sterbe, war es wert. Okay, Omikron, wir kommen. Aber erstmal will ich schauen, was hier unten noch so ist. Weil es sieht interessant aus. Ich habe keine Ahnung, ob ich hier wirklich rein soll. Okay, wir checken erstmal die Tür. Vielleicht ist das doch der Offi... Oh? Bin Roboter. Was passiert eigentlich, wenn ich tief genug falle? Eigentlich müsste der Druck mich töten. Ein Loch wurde mir zum Verhängnis. Ein Loch wurde mir zum Verhängnis. Okay, nochmal von vorne. Der Druck hat dich, glaube ich, getötet. Das glaube ich auch. Will ich dich nochmal anhören? Nee, dich habe ich schon angehört. Weiß ja, was mich hier erwartet. Ich glaube, dass es der offizielle Weg ist, weil die Tür bestimmt noch versperrt ist. Ich war einfach nur zu dumm. Soll ja zwischendurch mal vorkommen, habe ich gehört. So, hier, guck. Und hier komme ich bestimmt nicht rein, weil... Aufgeschlossen. Oh, doch, ich kann es öffnen. Cool. Was hat er denn hier? What is this shit? Armor for the apocalypse? Omicron is in quarantine. This is why they didn't answer our call. Hello? Christ, Strasky, it's called a radio. They're not gonna hear you better if you scream. Jonesy, are you okay? Look, I know you're the strong silent type, but I need you to say something every now and then so I know you're all right. Jonesy? Jones? Fuck's sakes. Let's try the annex again. Maybe we can break in. We're losing Jonesy. We need to get her inside. Well, get in line! Alvaro, there's nothing we can do for her right now. Hit the stasis switch and let's check the annex. Was ist zum Geier auf diesem Planeten passiert? Jetzt mal wirklich seriously. Okay, pass auf. Ich drücke jetzt den Knopf und sage aufmachen. Ich glaube das immer noch nicht. Ich bin zu neugierig. Ich will wissen, was da unten ist. Wenn wir nochmal sterben, wissen wir, okay, alles kacke, aber ich bin zu neugierig. Guck mal, das Spiel gibt mir sogar... Nein. Vielleicht gibt es mir auch nicht die Möglichkeit, aber ich...
alternativer Weg gefunden. GG! So. Ich hab's in letzter Zeit mit den Unterwasserspielen, ne? Subnautica und so und jetzt. Ich behaupte, das ist der richtige Weg. Der andere ist bestimmt nicht hinter. Flut! Nennt man das eigentlich auch Fluten, wenn es wieder mit Sauerstoff leer gepumpt wird? Obwohl, wir fluten den Raum mit Sauerstoff oder wir fluten den Raum mit Wasser? Ich glaube, es ist beides dasselbe Prinzip, oder? Let's find that suit and get out. Wow. Das ist richtig sympathisch. Ihr könnt etwas stinken. Ey. Oh Gott, ich komme da ernsthaft nicht an der Tür vorbei? Okay, check. Erstmal gibt es die gute alte Spinnkontrolle. Na, das ist doch gar nicht so hübsch. Lohnt nicht. Alter, was sind die denn alle unspannend? Nicht mal Bilder drin oder so. Oh, hallo. Also. Ohne BH ein Taucheranzug? Naja. Das ist aber wer mutig heute. Hey, alles fit? Ist so ein Anzug. Ich muss doch eigentlich so einen Poweranzug finden. Okay. Ja. Warte mal. Da hat das auch nicht mehr geholfen. Okay. Haben sie den Kopf abgebissen? Oder? Ich meine, wenn man meinen Kopf röntgen würde, ne? Sonntags morgens, würde er genauso klingen. So, jetzt habe ich Containment und... Ach komm, wir gehen erstmal hier rein. Eine Treppe. Mach ja mal wieder zu. Hier, du bist ein Scanner. Ich fühle mich fast wie zu Hause, ne? Globaler Lockdown aktiv. Noteingriff bei Tauchraumkonsole. Meh, meh. Nein? Okay. Ach nö! Geht das schon wieder los? Ich will das doch gar nicht. Kann ich einmal in Ruhe hier ein bisschen in der Tiefsee, ein bisschen langfummeln? Toll. Auch nichts drin. Ach, Kerosin! Jetzt können sie kommen. Okay, gesperrt. Okay, wenn das Zeug mich berüppelt, kriege ich anscheinend irgendwie hier so... Nee, das liegt nicht daran. Dann weiß ich nicht, woran es liegt. Was ist das leck jetzt an diesem komischen schwarzen Schleimzeug? Ja. Ich komme! Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Es geht wieder los. What the fuck? Hat er dich schon halb zersetzt?
Ich meine, guckt ihn euch an. Wow. Hat's auch schon mal bessere Tage, Junge. Uiuiuiuiui. Döner. Oh. Könntet ihr bitte aufhören, Essen zu posten? Das ist unfair. Ich habe keine Angst vor dir, Junge. Ja, im Discord. Posten sie hier Matt und Essen und den ganzen Kram. Das ist voll gemein. Ich sehe den da links, Leute. Ich sehe ihn da. Ach, was soll schon passieren? Hallo. Okay, alles sauber. Ja, also hier fühlt man sich doch wohl. Was ist das? Pillen! Ja, die kann ich als Roboter so unheimlich gut gebrauchen. Oh, ich randaliere mal eine Runde. Okay. Ist das so ein MRT? Na, könnte auch eine Turbine sein, ich bin nicht sicher. Brauchen wir erstmal Strom. Oh, Entschuldigung. Ah. Alter, ich möchte aufs Krankenbett. Ah, toll. Halt nicht. So. Ach, guck mal, liebes Spiel, etwas Licht, ne? In dieser Unterwasserwelt. Ja, da muss man auch mal positive Energie gewinnen. Da brauchen wir ein bisschen Licht. Das erzeugt Vitamin D3. Dadurch fühlen wir uns besser. Ja, ich weiß, es muss UV-Strahlung sein, aber trotzdem. Was habe ich denn hier? Auch Medizin. Okay. Hat das Wasser an? Ich meine, ich finde es lustig, dass ich hier an und an drehen kann, aber trotzdem. Oh, hier, guck mal, Jungs, ein bisschen Ringerlösung. Gutes Natriumchlorid. Sehr schön. Aspirin, Ibuprofen. Möchte noch wer? Ich mache euch einen schicken Cocktail. Da freut sich der Körper. Ein paar Pillen rein. Natriumchlorid-Drupp. Ja, komm. Ist so klar, ne? Das Natriumchlorid kann ich jetzt nicht nehmen. Ja, ich wollte einen schönen Cocktail basteln. Und was ist? Kacke ist. Okay, da geht's anscheinend weiter. Ist hier draußen noch was? Ja, das Storage. Karte gibt's immer noch nicht, ne? Okay, Storage oder hier hinten. Zwiebeltritte Repostwelle bei. Nein, wir gehen erst ins Storage. Ich habe mich gerade umentschlossen. Wir gehen erst in den Lagerraum, weil Lagerräumen sind viele tolle Dinge. Kerosin. Alter, wir können richtig einen Cocktail bauen. voll gut. Okay, checken wir erstmal die Datenlage. Wer zum Geier schließt seine Drinksfächer ab? Was soll denn das? Will erkunden. Guter Junge. DIN A4 Druckpapier. Nicht mal ein Kilo Koks oder sowas. Was soll denn das? Na, toll. Vollkommen nutzlos. Ich hab gedacht, wir finden mal richtig was und dann... Ist das hier ein Fenster? Okay, das ist die Tür. Hacker am Werk. Ja, in der Tat. Benhammer Inc. Ah, sie haben euch alle erwischt. Ja, da war der Benis weg. So, schauen wir mal. Rinswind. Yo,
Keks, kannst du mal den Rinswind. Keks sag ich schon. Fajok, kannst du den Rinswind mal gerade den Lumpenstatus geben? So, ich komme! Hallo! Höre Stimmen. Okay, da guck mal hier, das sind die Leute, die wir schon kennen. Läuft. Ein Stift. Das ist ein Schluck chinesisches bestes Wasser. Okay, weiter geht's. Oh, da kriegen wir da Kampfanzüge her. Legen Sie Neoprenunterzieher und Körperhaares an. Prüfen Sie den HK auf jegliche optische Schäden, befestigen Sie nur alle Teile an Ihren Hasenmann. Machen Sie sich nach vorne vor, wobei Sie alle Teile ineinander einrasten. Lassen Sie sich beim Rückenteil und beim Oberkörper von einem Kollegen helfen. Drücken Sie die Schaltfläche sichern auf Ihrem Armstück. Nun sollten Sie hören, wie sich der Kampfanzug selbst versiegelt. Und er so viel Benes hat, er wird vielleicht beim Glücksspiel einmal Glück gehabt haben und seinen Einsatz mal 5 bekommen haben. Gehe ich von aus. So, was ist das jetzt hier Geiles? Kampfanzug überprüft, einsatzbereit. Bestätigt. Ja, bestätigt, bestätigt. Okay. Checkliste läuft. Das ist ein altes Omni-Tool. Chips kann ich nicht benutzen. So, machen wir mal Spinnkontrolle. Toll. Halt keine Spinnkontrolle. Na toll. Hört ihr diese Stimmen? Geil, eine Socke. Packen wir Socke ein, eine Jeans. So einen geilen Pulli. Guck mal, ich glaube, hier wurden die Gedanken eingespielt. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, hier wurde irgendwie was fallen gelassen. Activate Terminal. Na dann. Okay, dann müssen wir hier vielleicht Rätsel machen. Nein. Kammer A, Kammer B, C. Ja, Kammer D. Oder ich hätte vielleicht doch durch den anderen Eingang gemusst und der hätte mir erst den Strom angemacht. Weil irgendwie bin ich hier noch komplett stromlos. Irgendwie. Hört ihr das? Ich könnte aber auch einfach immer mal ein Omnichrome-Tool da reinstecken und schauen, was passiert. Is this Omicron? Everything is so basic, so limited. I hope it's not the Omnitool falling apart. Siehst du? Okay, we need to find you a power suit. You know, so we can go into the abyss without ending up like a recycled can of soda. You think Voll wieder. Fits me? I mean, I'm kind of in a suit already. That's been bothering me too. Machen natürlich grad. You know how you were transferred from Vancouver? Toronto. From then to now. How could I forget? Okay, so we do it again. You want to send me to the future? No, you idiot. I want to transfer your mind into a new body. What? Look, we already know it can be done. We don't need to make it a big deal. It is a big deal, Kath. It's a huge fucking deal. There's got to be something else that can take us down there. But Dunbar at Theta was the only vessel that could take that pressure, and you saw what happened. Then think of something else. Simon, please. You don't have to switch this instant. Just play along for now. If we find something else, then great. If not... I'm not promising anything. Thank you, Simon. Have a look around the room. This is where they would keep the power suits, if there are any left. Ja, hab ich schon gesehen, ja. Okay. In der nächsten Folge schauen wir uns an, wo wir einen Power Suit finden. Bis zum nächsten Mal. Euer Sly. Ciao.